Maurice Kassner und Timmy Musiol, 21 und 18 Jahre alt, gute Freunde und mutig. Arschbomben-Weltmeisterschaft in Sindelfingen, auch genannt Splash Diving World Championship. Maurice und Timmy mit dabei. Also ich habe am Anfang vom Zehner hatte ich auch richtig Muffensausen. Da habe ich auch gedacht, so scheiße, wenn es mich jetzt auf den Rücken legt, dann ist nichts. Und dann habe ich mir einfach gedacht, so, ja, wenn ich jetzt noch länger überlege, dann mache ich gar nichts mehr. Und dann habe ich gedacht, jetzt runter mit dir. Zusammen vom 10-Meter-Brett synchron eintauchen. 10 Meter, neulich sprangen sie von 20. Anfangs übelst Angst gehabt, dass ich da irgendwie falsch lande und so alles. Aber hab's durchgezogen und dachte mir so, was ein geiles Gefühl einfach, wie lang du dann einfach fliegst und alles. Ihre Konkurrenz in Sindelfingen, die Showtalente aus Finnland, hier mit ihrem Sprung namens Kartoffel. Und anschließend vom 10-Meter-Brett mit ein bisschen mehr Action. Übrigens gewinnt hier der, der beim Eintauchen am meisten Wasser möglichst geräuschvoll verdrängt. Die einzige weibliche Teilnehmerin, Franziska Fritz, 15 Jahre jung, ist hier ohne Konkurrenz einfach so Weltmeisterin, sucht Nachahmer. Es ist wirklich, es tut zwar ein bisschen weh, aber es macht wirklich Spaß. Dabei schmerzt der eine Sprung sicher etwas mehr als der andere. Ich glaube, da bräuchte man schon einen guten Protektor für den Hintern. Ich bin total abgefahren, wie die sich da drehen. Und gerade das Brett, das sieht schmerzhaft aus. Für die Athleten ist es Adrenalin pur. Das Gefühl ist einfach Freiheit. Du fliegst runter, die denkst, zwei Sekunden einfach gar nichts dabei. Einfach nur Hammer. Splashdiving in Sindelfingen für Maurice und Timmy sicher nicht das letzte Mal.